Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, der Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute schauen wir uns an, wie wir Amazon-Abrechnungen bzw. Berichte uns abrufen können und welcher Bericht für dich am idealsten geeignet sein könnte. Viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Ja Freunde, wie angekündigt, schauen wir uns mal die Amazon-Berichte an. Und zwar ist es egal, ob du deine Buchhaltung machen lässt durch einen Steuerberater oder diese selbst machst. Amazon bietet eine Vielzahl an Ansichten von Berichten, die dafür geeignet sein können, um diese Buchhaltung dementsprechend richtig zu tätigen. Und falls du deine Buchhaltung selbst machst mit einer Einnahmeüberschussrechnung, dann habe ich hier für dich das passende Bericht bzw. die passende Übersicht, um Einnahmen und Ausgaben gegenüberzustellen. Falls du auch auf dem Marktplatz eBay verkaufen tust, dann habe ich dazu schon mal ein Video gemacht, wie du auch da Berichte herunterladen kannst und welche Berichte für dich geeignet sein können. Das blende ich dir hier oben in der Infobox ein, schau es dir gerne an. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren genau solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Gib dem Video auch jetzt schon mal einen Daumen hoch, das motiviert mich für weitere Videos. So, dann lass uns mal einen Blick drauf werfen. Ich befinde mich hier auf meinem Amazon Seller Central und ihr seht es hier, das ist die normale Startseite, das Dashboard. Manche haben vielleicht von euch schon die neue Navigation angewendet. Ich habe diese auch angewendet gehabt, jedoch habe ich jetzt auf die alte mal kurz umgeschaltet, um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu haben. Die Berichte findet ihr hier unter Berichte und Zahlungen. Ihr habt hier noch verschiedene andere Dokumente bzw. Berichtsübersichten und Statistiken. Jedoch, wenn ihr hier auf die Zahlung klickt, habt ihr hier dementsprechend die richtigen Berichte, die ihr euch abrufen könnt. So, wenn ihr dann auf Berichte und Zahlungen klickt, dann kommt ihr natürlich hier auf die Übersichtsseite von den Zahlungen. Hier seht ihr eure Guthaben bzw. das, was ihr euch auszahlen könnt oder was dementsprechend am Abrechnungszeitraum, am Ende des Abrechnungszeitraums ausgezahlt werden kann. Was uns interessiert, sind natürlich die Abrechnungszeiträume. Da klicken wir dann einmal drauf und kommen dann hier auf diese Übersichtsseite. In dieser Übersichtsseite könnt ihr dementsprechend den Zeitraum einstellen, von wann bis wann ihr diese Übersichten braucht. Und dementsprechend habt ihr hier dann die Möglichkeit, das auch herunterzuladen. Diese Übersichtsabrechnungsberichte, V2 steht hier, sind in verschiedenen Formaten. Ihr habt die Möglichkeit, hier im XML-Format das Ganze herunterzuladen. Das wird euch der Steuerberater in der Regel sagen, was er da braucht. Die meisten arbeiten schon, falls die mit Online-Händlern arbeiten, auch mit Amazon und wissen, was die genau hier brauchen. Oder eine Abrechnungsübersicht könnt ihr auch hier bereitstellen. Falls du aber deine Abrechnungen bzw. deine Buchhaltung selbst machst, eine Einnahmeüberschussrechnung als Beispiel, dann interessiert dich hier für die Einfachansicht Berichte nach Zeitraum, und zwar der letzte Punkt. Und hier haben wir die Möglichkeit, uns Berichte zu erstellen, die eine sehr gute Übersicht für eine Einnahmeüberschussrechnung bieten. Und zwar habt ihr hier dann die Möglichkeit, auf Bericht erstellen zu klicken und einzelne Transaktionen, wobei diese Transaktionsübersicht auch in einer CSV-Datei ausgegeben wird. Die müsst ihr dann dementsprechend in Excel anpassen, so dass ihr einzelne Transaktionen dann genau in Excel und jede einzelne Zelle erfassen könnt. Was viel wichtiger und übersichtlicher ist, wie ich finde, ist hier die Abrechnungsübersicht. Und hier könnt ihr dann das Ganze auch von, also benutzerdefiniert zeitraummäßig einstellen. Oder ihr sagt einfach, wenn ihr das Ganze sowieso monatlich macht, dass ihr hier den jeweiligen Monat auswählt und dann dementsprechend euch das erstellt. Wenn ihr das Ganze dann erstellt habt, habt ihr hier die Möglichkeit, das auch herunterzuladen. Und das Ganze ist in einer PDF-Datei, so dass ihr euch das Ganze ganz einfach auch anschauen könnt. Ja, und so sieht dann eine Abrechnungsübersicht monatsweise aus. Ihr seht hier, ihr habt hier Einnahmen gegenüber Ausgaben gestellt. Zuerst einmal hier ganz oben eine Zusammenfassung. Alle eure Einnahmen werden hier aufgeschlüsselt. Dann habt ihr hier die Ausgaben und ihr habt die Übertragungen. Das ist das, was ihr euch dann dementsprechend auszahlt.
Dann haben wir hier die Einnahmen und das Ganze ist auch aufgeschlüsselt als auf die einzelnen Positionen. Da kann man dann dementsprechend gut nachvollziehen, wofür was genau hier als Einnahme gezählt hat. Auch genauso auch bei der anderen Seite die Ausgaben. Ihr habt hier dann dementsprechend alle Positionen aufgeschlüsselt. So, hier nochmal die Übertragungen, was genau denn übertragen wurde, und zwar auf das Bankkonto. Und ihr habt hier die Steuern, direkt an Steuern, also die Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, die ihr dann abführen müsstet für diese Umsätze. Und dann habt ihr hier nochmal gewisse andere Positionen, die mit hier erfasst sind. Wie ich finde, eine sehr gute Übersicht für eine Einnahmeüberschussrechnung. So habt ihr ungefähr schon mal für die Amazon-Seite eine grobe Übersicht, was ihr dann dementsprechend hier in Einnahmen und Ausgaben hattet. Falls ihr das, wie gesagt, alles detaillierter braucht und machen möchtet, dann solltet ihr euch natürlich einzelne Transaktionen dementsprechend auch abrufen, aber hier wird es etwas schwieriger, wenn man natürlich sehr, sehr viele Transaktionen hat. Dementsprechend wird so eine Liste dann sehr, sehr lang. Aber natürlich müsst ihr euch hier auch an die gesetzlichen Vorgaben halten für eine Einnahmeüberschussrechnung, was denn dafür benötigt wird. Und falls ihr, wie gesagt, die Berichte der einzelnen Transaktionen braucht, dann könnt ihr euch das Ganze hier auch den Bericht für erstellen, und zwar monatsweise oder benutzerdefiniert, und könnt das Ganze dann dementsprechend als CSV-Datei nutzen und mit der jeweiligen Software, die ihr dann benutzt, dann dementsprechend auslesen und auswerten. Soweit zu den Berichten. Ich hoffe, dieses Video war für dich hilfreich. Falls du dazu Fragen hast, gerne unten einen Kommentar dazu hinterlassen. Und sonst freue ich mich natürlich, falls noch nicht geschehen, dass du diesen Kanal abonnierst. Ich gebe dir regelmäßig Mehrwertes an die Hand, um dir das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay zu erleichtern. Weiterhin viel Erfolg, viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao.